Und nun zu unserer nächsten Sendung. Willkommen zu einer weiteren Folge Found Footage. Für die Leute, die den Kanal jetzt noch nicht so lange abonniert haben, was ist das? Das ist einfach ein Potpourri der wildesten Sachen, die ich einfach zusammenwerfe, weil ich mir dachte, ist zu schade, das wegzuwerfen. Und ich bin auch immer sehr, sehr gespannt, also selber sehr gespannt, was ich da so auf meiner Festplatte finde. Aber das könnt ihr jetzt auch sehen, ne? Also viel Spaß. Und los geht's. Ja, der Film Wild Hunt läuft jetzt seit 20 Sekunden. Was sagst du? Was soll ich dazu sagen? Wird irgendein Scheiß sein, denke ich mal, ne? Ihr Verderben ist unser Verderben. Für sie riskiere ich weder meine Ländereien noch meine Armeen. Und wir werden die Eroberer zerstören! Ja! Ja! Ihr seht schon, der Film begeistert jung und alt. Sie haben nichts Besseres zu tun, als gebannt auf den Bildschirm zu starren. Mir reichen schon diese scheiß Stimmen, die Synchros. Die ist schlecht, ne? Ja, aber... Hast du nicht so Trailer-Videokassetten? Da hilft nur Bier trinken. Da hilft echt nur Bier trinken. Richtig. So, hier ist die Regie. Du guckst den Film gerade, Wild Hunt. Was sagst du jetzt gerade? Ich verstehe immer noch nicht, worum es geht. Ich auch nicht, tatsächlich. Verstehen Sie, worum es geht, Herr DSD? Um die goldene Lanze, Mann. What? Du laberst doch. Natürlich, da ein Zeichen. Weiß ich doch nicht, die Peitsche von Zorro oder so, ich hab keine Ahnung, ey. Sein Name ist Hase, er weiß von nichts. Ja, Wild Hunt. Fazit, wir sind jetzt in einer Stunde in dem Film und was sagst du? Es ist einfach unfassbar langweilig. Da passiert einfach nichts. Ich möchte jetzt gerne essen. Immer wenn der kleine Hunger kommt. DSD, Sie gucken jetzt ja auch Wild Hunt, diesen Film, ja. Was sagst du so? Nichts Wildes, nichts Wildes und also mich jagt das Grauen. Wie kann man so eine Scheiße drehen, Alter? Oder wie kann man sich sowas angucken oder überhaupt? Wie können Leute Geld dafür? Ja, also fürchterlich. Todeslangweilig, also nee, nichts für mich. Ich sag jetzt aber trotzdem nochmal, danke Henny, dass du uns das trotzdem geschickt hast, aber. Naja, schick mal lieber King Diamond. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wir finden alle halt hart scheiße. Ja, kann ich nicht anders zu sagen. Aber. Ich wollte eh deshalb auch abgeben. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber Creature from the Black Lagoon, die Figur, der war super. Zwei sogar. Dankeschön. Assistentenverspisser! Ich mag ja Lakritz, ne? Ja. Das ist total gemein jetzt. In diesem Moment. Tittenfischwisser. Ja. Trink. Wir sind jetzt hier in Jonestown. Aber das Schöne ist, dass der Minister dreimal so besoffen ist wie ich. Überlegen Sie gut, bevor Sie entscheiden, ob unsere Geschichten wahr oder frei erfunden sind. Willkommen zurück in Jonestown. Ne, die Regie mag ja total Lakritz. Ja. Also ich mag das. Aber dieser Körper ist verletzt. Ich muss zurück zu meinem Schiff ihn reparieren. Ich habe ein Lakritzstück hier drin. Guck mal. Sei vorsichtig, Tanni. Ich sage ihm Popel. Nein, Quatsch. Da ist echt ein Stück Lakritz noch drin. Hier ist die Regie. Wie finden Sie das jetzt? Köstlich. Sie haben. Aber dieses Stück Lakritz schmeckt wie so Haut. Das Oh, weil das Waler Tintenfischhaut ist. Ich glaube, das ist wirklich vom Tintenfisch gemacht. Da war ja, hast du ja gesehen gerade, ne? Also das Stück Tintenfischhaut. Ihr habt das ja auch geäxt. Ich genieße das ja. Ne? Das muss arbeiten. Ja. Ich habe das geäxt. Ich auch an mir. So, dann. Ihr trinkt zur Feier des Tages darfst. Prost. Schauplatzwechsel. Ja, nächste Band ist am Start irgendwie. Die richten gerade ihre Instrumente ein, wie man da sehen kann. Die Dame sagte, sie braucht mehr Bier. Oder nee, du brauchst mehr von dir, ne? So, hier. Ein in die Fresse. Herzlich willkommen bei Gommel ist das Found Footage. Findet ihr meine neue Stola? Eigentlich sehr schön, ja. Ich habe gerade wieder bei McDonald's geordert. Ein schmierigen Burger und ich ziehe diese Stola richtig schön lassiv von meiner runter und dann lege ich das hier drauf, auch so ein bisschen wie eine Toga. Ne? Das muss man mögen. Tschüss.
Aha. Ist aber so, ne? Wenn du die Option hast, im Tourbus oder im Nightliner, ihr kennt die Scheiße, wenn du die Option hast, du kannst am Busch pissen oder am Baum, ja, dann nimmst du das. Weil du kannst im Nightliner nur im Sitzen pissen. Wenn alle im Stehen pissen, ist das so eine... Alter, so eine Pisssuppe. Eine Lache. Ja, und das geht nicht. So, und das heißt, im Bus musst du dich hinsetzen und pissen so eine Scheiße. Also, wenn du die Chance hast, geh draußen am Busch pissen. Ja, Mann! Ja, das ist richtig. Meine Damen und Herren, hier ist der DSD mit seiner super modernen Kamera. Warum ist da eigentlich mehr Klebefilm als Kamera hier? Kann man unten sehen. Weil mir das schon wieder komplett aufs Arschloch geht. Jetzt geht die Kamera noch nicht mal an, Alter. Ich krieg schon wieder ein Psycho aus. Jetzt habe ich eine Stunde die Scheiße zusammengeklebt. Ich krieg einen Kackert. Oh, sie geht an. Wäre denn nicht mal eine Idee, eine neue Kamera zu kaufen? Nein, ich habe diese Kamera ja nochmal. Diese. Ja. Aber irgendwie ist das Loch hier vom vielen Filmen immer, weißt du, komplett durchgenudelt. Und ja, das ist nicht mehr so stramm, Alter. Das kommt im Alter. Ich mach bei mir immer wieder aus. Tschüss. Ja. Wie schwer das ist, weiß jeder. Schönen guten Tag, wir bestellen wieder mal McDonald's. Hier ist die Tafel, man kann das nicht sehen, aber wir machen einfach mal unseren Scheiß hier. Wir drücken da einfach drauf. Sammelst du Punkte? Nein, zurück. Nein, ich sammle keine Punkte. Keiner weiß, was einfach passiert irgendwie. Ja, zum Yes. Ja. 2000 Jahre später. Jetzt können wir eigentlich die Bestellung schon abschließen. Guckt hier, wie es läuft. Und guckt da. Es sind arme Seelen, die auch so sind. Ja, so, wir gucken uns den Warenkorb an und hier ist die Regie. Ja, noch näher dran. Hallo. Hier, McDouble Chili Pommes? Cheese. Wo ist meine Pommes? Ja, das habe ich ja mit dem Big Tasty Bacon gemacht. Ah, du hast. Ah, schlau. Genau, ein schlauer Mann. Mir ist irgendwie schon ein bisschen unheimlich zumut. So, Bestellung abschließen. Ja. So, hier bezahlen, gebührenfrei. Tischservice gibt's nicht mehr. Wollen wir einen Tischservice haben? Nicht mehr. Ah. Das siehst du immer daran, wenn hier die Kettchen weg sind. Dann machen wir jetzt hier Abholung im Abgabebereich, ne? So, und wie das ausgeht, das seht ihr gleich in einer neuen Folge von Gorminister bestellt bei McDonald's. Friss wie ein Schwein und sei einfach asozial. Ich möchte die natürlich auch nicht vor meiner Haustür haben. Im McDonald's in Recklinghausen, ne? Da bestellt man sich was und das ist sehr magisch. Das ist die Hausnummer von meinen Eltern. Überlegen Sie gut, bevor Sie entscheiden, ob unsere Geschichten wahr oder frei erfunden sind. Schauplatzwechsel. Ja, ich stehe hier gerade vor meinem Lieblingskiosk am Wall, ne? Wie heißt der? Kiosk Agui, Trinkhalle, der ist super. Die Leute sind mega nett. Bitte, bitte geht da rein. Bitte, bitte gebt denen euer Geld, weil die sind richtig, richtig, richtig fresh and nice dudes. Und da haben wir noch die Regie. Ja, schöne Grüße an den Mann soll ich bestellen. Ich habe Dortmund Feuerzeug geschickt. Aber die Leute sind ja super da drin. Ja, ich habe ne? die gewarnt vor dem Film übrigens. Ich habe gesagt, wieder hier Kino-Review. Und ja. er hat sich daran erinnert. Er sagt, letztes Mal hat wir Indiana Jones geguckt. Das war auch nicht gut. Ich so, nee, diesmal war noch schlechter. My man, Ja-Man, Ja-Love. Ey, das ist auf jeden Fall ein großer Typ. Ja, dann geht das jetzt hier weiter. Tschüss. Schauplatzwechsel. So, endlich mal wieder Hangout, ne? Leute, habt ihr schon vermisst, dass ich gar nicht mehr hier bin? Doch. Aber den gibt's noch, mich gibt's auch noch, den Ingo gibt's auch noch, den Hangout gibt's auch noch. Hier kann man Dosen kaufen, günstig, günstig und natürlich Sterni. Ihr wisst schon Bescheid. Klingelingeling. Schingelingelingelingelingeling, da schleicht sich die nächste Dose vorm Hangout rein. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Schleichen sich andere Dinge raus. Rein, raus, rein, raus. Ja, heute spielt ja auch Dortmund gegen den FC Bayern. Keine Ahnung, wie das wieder ausgeht. Ich würde mal auf ein Unentschieden tippen, so ein langweiliges 1-1 oder irgendwas. Egal wie es ausgeht, es wird später fürchterlich in der Stadt. Davon kann man ausgehen. Ja, die Bauern müssen leiden. Fingerlingerling. Es muss ja weitergehen, ne? Es hilft ja alles nichts. Ach, shit. Warum? Warum? Warum, Herr Sternburg? Ich habe gerade gefragt, ob ich helfen soll. Ja, jetzt ist Herr Sternburg auch offen. Oh, Pingelingeling. Selbst ist der Mann, ne? Auf, ja. Selbst ist der Mann. Wir werden gleich die Tiergalerie unsicher machen. Dinge werden geschehen.
Also hier geht's heute wirklich nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Findest du eine gute Idee? Ja. Da Outfits werden geschehen. Aha. Ladenverbote werden geschehen. Pingelingeling. Prostata. Dortmund bei Nacht erwacht. Pingelingeling. Prostata. Dortmund, meine Stadt. Und weiter kann ich jetzt auch nicht. Was? Ja, was ist, Reim. Ja, was? Was? Dortmund, meine Stadt, die viel zu viel Bier hat, das nicht in den Rhein fließt, sondern in meinen, ne, Rachen gießt, sich ergießt. So ungefähr. Auch mal neue Crocs. Oh, geil. Boah, ist das hässlich. Ja, habt ihr das auch gesehen. Jetzt geht die wilde Fahrt weiter. Wir machen jetzt hier die Stadt unsicher und nichts wird so sein, wie es vorher einmal war. Dichter haben sie besungen, Maler haben sie verewigt, Wissenschaftler haben sie analysiert. Ich dachte ja, gehen wir mal zur Saturn oder Satan Hansa und schauen mal, ob es die neue Fickerplatte hier gibt. Tatsache. Hier. Da ist er, die steht hier im Regal, ne? Seht ihr gerade nochmal, ne? Nicht, dass ich die da reingestellt hätte oder sowas. Was kostet das Ding? 16,99. Der Preis dafür zu hoch. Alter, kommt lieber zu unseren Konzerten, da könnt ihr die für einen Zehner schießen. Läuft besser für euch, aber das wollte ich euch nochmal gesagt haben, ne? Tschüss. Schauplatzwechsel. Angekommen in der Tiergalerie und jetzt habe ich meinen Hammer dabei und jetzt ist ja auch Hammer-Time. Hammer-Time! Jetzt wird hier alles weggehämmert, weil die scheiß Bauern einfach scheiße sind. Wisst ihr was? Was ich euch als Trainer auf den Weg geben würde, ich würde mir einfach irgendeinen Spieler aussuchen und würde sagen, so der da, der muss mindestens 9 Monate ausfallen. So, und 3 rote Karten im Spiel kann man sich, glaube ich, erlauben, bevor es abgebrochen wird. Und dann nimmst du einfach die Key-Spieler raus, pam, 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 pam. Und dann können die aber auch 9 Monate nichts mehr machen. Dann verlieren die vielleicht auch gegen Mannschaften, wo sie nicht gegen verlieren würden. Und dann bist du wieder im Game. So, wir sind jetzt hier bei Primark, ne? Aber die haben da hier alles abgesperrt. Ich kann euch das auch mal zeigen. Das ist eine Schlimmigkeit. Da, guck da. Da ist alles zu. Einfach, und man darf da nicht rein. Warum? Wenn ihr irgendwelche Kottüren seht, ne? Dann versucht gar nicht euer Glück, dann macht einfach 1, 2, 3, 4, zack, bin ich hier drin. So, wo ist die Toilette? Die Frage lässt sich gewiss nicht leicht beantworten. Hier gibt es keine Toilette, ich dachte, das war hier nur für Personal und dann gibt es hier eine Toilette, aber da hinten, da ist eine Tür, ne? Aber zu auch. Ich will jetzt nicht ganz so assig sein und hier reinpissen. Das müsst ihr auch verstehen. Ne? Also ich bin schon assig, aber nicht so assig. Schauplatzwechsel. Ah, wir sind schon wieder auf dem. Ja. Gar nicht so. Das gehört jetzt eigentlich gar nicht dazu. Ich muss nur ein bisschen was einkaufen, auch für meinen persönlichen Haushalt. Ja, wir brauchen natürlich Reibekäse. Ja, Reibekäse. Auch gut nach dem Suff. Hier kann man halb Liter. Ich muss auch gleich mal gucken, was ich noch haben möchte. Darf ich mir auch was aussuchen? Ja, gerne. Ja. Oh, wir sind in der Weinabteilung. Sehr gut. Ich weiß, was ich mir aussuche. Ach, ja, dann gibt es den Wein. Welchen haben wir denn? Das war ein letzter Wein hier. Nee, falsch. Oh, Zitrone. Ach, herber Likör. Nee, ich dachte, das wäre. Nee, ich muss hier vorne. Wein oder sowas. Nice. Ja, dann geht die Regie da. Ist gut. Nehmen wir mit. Sehr lecker. Wirklich? So. Haben wir jetzt alles? Ja, wir haben fast alles. Ich hätte nur noch ganz gerne ein bisschen was fürs Tiefkühlfach. Ne? Da muss ja auch mal sein. Ich bin ja auch ein Connoisseur. Ja, Sterne. Genau, schmeißt alles. Obwohl, die Zimtsterne sind bei ihm ganz geil. Ja, auch. Ab Zimt-Eiscreme. Ja, und Zappenbrühe gibt es. Ja, klar. Das ist eklig. Ja, aber, nice. Ja. Nee, ich esse ja so gerne Chicken Wings. Ne? Und hier von Ja gibt es geile Chicken Wings. Da kann ich dir einmal eine Geschichte zu erzählen. Welche? Da sind die Knochen nämlich immer komplett gesplittert und da ist ekliges Fett dran und so. Ich hole die schon lange nicht mehr hier. Die Kasse sind ekelhaft. Oh, welche holst du? Ich weiß gar nicht, doch im Aldi waren die mal recht geil. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr, weil ich hole die grundsätzlich gar nicht mehr. Was habe ich vergessen? Was haben wir nicht mehr im Hause gehabt? Kartoffelpüree und Reis, ne? Ja, weil ja, so fertig Kartoffelpüree muss man auch haben, wenn es mal schnell gehen soll. Also heute kochen wir natürlich wenn die wieder. Frau mal wieder um 11:30 nachts Hunger kriegt. Ja, dann kann das passieren, ja. Das passiert immer wieder. Wir können ja mal schätzen, weil ja alles so ekelhaft teuer ist. Ja. So. Gucken wir mal hier rein.
Das ist auch wirklich eine illustre Auswahl an Sachen. Ja. Ne? Soll man eine Schätzung abgeben? Was sagst du? So an die 50 Euro. Ich sag, ja. Warte. Ich muss einmal überlegen. Ich sag 47. 47? Ja. Ich sag 50. Aber wir haben noch was vergessen. Ich brauche noch Schinken. Bis gleich. Tschüss. Aber das bisschen, das ein Künstler braucht, um zu überleben, das könnte eben doch geben. Ja, ja, das kann man mal machen, ne? 56 aber bei Euro. Mir ist gerade der Rucksack voll und da ist ein Fufi weg immer. Ernsthaft? Ja, geht's gerade nicht, aber... Was haben wir geholt? Kaviar oder was? Ja, schön ein Kilo Sack, Kaviar schön vom gekackt, Vortag. Alter. Ja, schön in den Sack gekackt. Ihr seid zu schnell. So, ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück ins Kochstudio, ne? Bis dann. Nee, ich möchte noch eigentlich sehen, wie du das alles einpackst. Ja, wie warum, aufregt. Warum ist, was ist denn da jetzt die Problematik? So. Wieso, da können immer gut witzige Sachen passieren. Wie das platziert wird, ne? Genau, erstmal fallen gleich drei Eier raus. Ein zu wenig. Verstehen Sie Spaß? Ja, verstehen Sie Spaß. Pass auf, ich sag euch. Ja. Jetzt packt er das so geschickt auf den Sitz, dass ich da gar nicht mehr hinpasse. Nein. Da ich dachte, du läufst. Ach ja, stimmt. Da habe ich ja schon nach. Du kannst hier im Wagen zurückfahren. Wer nachdenkt, der, ja genau, ich roll da mit dem Berg runter. Ja. Das ist jetzt schön hier, hätte ich mal Geld gerade in der Ritze geschossen. So. Ja, meine Bauarbeiterritze ist auch wieder raus. Jetzt aber flott. Jetzt aber flott. Ja. Die Eier werden kalt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.